Willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir wollen Priscilla rächen und sind jetzt hier auf der Suche nach dem Mörder. Jetzt gucken wir uns erstmal den Ort an, dem der Zwerg gestorben ist. Und was wir da rausfinden. So. Da sind wir schon. Wo geht's denn hier rein? Jemand da? Oh, ich muss dringend zum Friseur. Oder ich lass die Hunde los. Fetzer, Striegel, bei Fuß. Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz, dumme Tölen, Platz. Komm rein, langsam. Sonst beißen sie. Ich hab die noch gar nicht gesehen. Wirklich niedlich, die Burschen. Spinnst du? Sogar mir machen sie Angst. Aber besser bellende Hunde als böse Männer auf der Schwelle. Dachtest du an jemand Bestimmtes? Natürlich. Um das Schwein, das Fabian getötet hat. Als sie seine Leiche abgeholt hatten, bin ich sofort zu einem Freund gelaufen, der Kampfhunde züchtet. Hab diese beiden Kollegen gekauft. Musste ganz schön was springen lassen. Aber wenigstens schlafe ich ruhig. Ja. Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Bus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meier und Meier. Und jetzt heißt sie nur Meier? Nein, Mann. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da, ein Zwerg scheren? Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber hat ihr Zuhälter gesagt. Ach so. Ist das so? Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Ja, das mache ich. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Predigt eines besorgten Bürgers. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer sowohl ein Segen als auch ein Fluch ist. Feuer kann mit seinen Flammen wärmen, Feuer kann unsere Nahrung zubereiten, Feuer kann die Schrecken der Nacht vertreiben. Doch Feuer kann auch versengen, verbrennen und verzehren. Deshalb müssen wir mit dem ewigen Feuer und seinen Geboten in Harmonie leben. Wer seine Lektion nicht befolgt, wer sie ignoriert, wer sich darüber lustig macht, soll sein Leben in seinen Flammen verlieren. Nehmt euch meinen Rat zu Herzen, gute Menschen, oder ihr werdet mit den Konsequenzen eurer Taten leben müssen. Ein besorgter Bürger. Netter Kumpel.
Was haben wir hier noch Schönes? Der Mörder hat was Schweres geschleift. Statuen oder eine Leiche. Eine Leiche. Ich wollte aber hier eigentlich einen Scheiterhaufen mal angucken. Geht das nicht? Oh, warum? Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Ich will. Okay, dann rein mit dir. Was zum Riechen? Noch mehr Blutflecken. Aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer... jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Augen. Menschlich. Total verwest. Lecker. Lecker Schmeckerchen. Ich dachte, ich war mal irgendwas. Erstmal die Kerze ausmachen. Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Ah, dieser Tritt, das haben wir ja schon mal festgestellt. Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Hier gibt es nichts Interessantes. Ja? Ich bin schon im Bilde. Fabian war in der Werkstatt, als der Mörder ihn angegriffen hat. Sie kämpften. Fabian wurde überwältigt. Dann gefoltert. Eine Weile. Die Einzelheiten muss ich nicht wissen. Sie schlagen mir auf den Magen. Als es vorüber war, zog der Mörder Fabian auf den Hof. Er machte aus den Skulpturen einen Scheiterhaufen und setzte sie in Brand. Aber warum? Wozu denn? Um ein Exempel an ihm zu statuieren. Für die ganze Stadt. Gut, wir haben genug geredet. Hier erfahre ich nichts Neues mehr. Pass auf dich auf. Ja, sowieso ein Flammenidiot. Was machen wir denn jetzt? Den Leichensammler? Nee, wir machen... Wir untersuchen mal den Ort, wo Priscilla rein worden ist. Ach, warte mal. Können wir noch was machen? Ich will mal wissen. Hubert Reik. Die Welle religiös und rassistisch motivierter Morde, die im Frühling 1272 über Novigrad hinwegfegte, trug sich in der Amtszeit Hubert Reiks zu, des Leichenbeschauers der städtischen Leichenhalle. Reik war entsprechend überarbeitet und musste zudem noch die Anfeindungen seines Vorgesetzten Hofwürden Nathaniel ertragen. Da überrascht es wohl nicht, dass er bei der ersten Begegnung mit Gerald recht unangenehm und sarkastisch wirkte. Er war außerdem offensichtlich, dass es zwischen ihm und Joachim von Graz böses Blut gab. Ob dieser Umstand trug nicht zur Verbesserung der recht steifen Atmosphäre in der Leichenhalle bei. Dennoch, als Hubert den Grund für Geralds unerwarteten Besuch erfuhr, stellte er klar, dass der Hexer und Joachim auf seine Hilfe zählen konnten. Joachim von Graz. Wir lernten Joachim von Graz, Chefchirurg am Wilmerius-Hospital, unter sehr unglücklichen Umständen kennen. Meine Priscilla war angegriffen worden und er leistete ihr medizinische Hilfe. Ich war so außer mir, dass ich mich kaum noch an unsere erste Begegnung erinnern kann, nur daran, dass er ein besonderer Arzt war, der viel über die Morde, die sich ereignet hatten, zu wissen schien und seine Hilfe bei den Nachforschungen anbot. Es zeigte sich, dass der Chirurg seine eigenen Gewalterfahrungen gemacht hatte. Dies legte die riesige Narbe nahe, die eines Brenner-Veterans würdig war. Gerald bemerkte außerdem, dass von Graz offenbar Erfahrung darin hatte, die Kanalisation aufzusuchen und die Monsterinnen zu bekämpfen. Es war schwer zu übersehen, dass Joachim von Graz nicht viel für den städtischen Leichenbeschauer Hubert Reik übrig hatte, der Gerald und den Arzt in der Leichenhalle überraschte. Auf Rückfrage erklärte von Graz, dass Hubert ihn vor 30 Jahren wegen seiner politischen Aktivitäten an die Behörden verraten hatte. Nathaniel Pastodi. Hochwürden Nathaniel, Aufseher der städtischen Leichenhalle und Kleriker des ewigen Feuers, war ein Mann mit üblem Charakter und bewegter Vergangenheit.
er die Kutte angelegt hatte, war er jahrelang als Folterer der Stadt tätig gewesen. Es wäre wohl schwierig, jemanden zu finden, der sich weniger zum Geistlichen eignete als ein ehemaliger Henker. Aber wie sagt man so schön, in Novigrad ist alles möglich. Nicht so schön. Gut, dann können wir jetzt in Ruhe weitergucken. Hier haben wir ein paar Städte. Na, hübscher. Hey, das ist Blöde. Achso, du willst nicht mit uns reden. Warum denn das nicht? Auf ihn! Was? Auf ihn? Woher soll ich das? Los, auf ihn! Was wollt ihr von mir? Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Nee, glaube nicht. Ja, ist gut. Alle auf einmal? Was seid ihr für Penner? So, jetzt aber. Jetzt kriegst du aufs Maul. So. Hast du davon. Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben. Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt, der Hundesohn. Ich weiß. Ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen könnten. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Der Wechsel ging aber schnell. Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispelotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Oh je. Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe, so wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Mhm. Pass auf dich auf. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Okay, die Lispelotte. Der Schädel. Ja. Menschlich. Von Priscilla. Predigt eines besorgten Bürgers. Ist das das Liebe? Nee. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Licht, das vom Feuer ausgeht, jegliche Dunkelheit verbreitet, jede Lüge aufdeckt, jede wertlose und verdorbene Seele enthüllt. Nicht einmal Doppler, die ihre Gestalt wechseln, können sich vor seinem Licht verstecken. Auch nicht Hexen und Zauberinnen, die die Bevölkerung mit Leichtigkeit an der Nase herumführen. Und auch nicht die freizügigen Frauen, die den Männern des Nachts auf der Straße mit ihren Reizen den Kopf verdrehen. Entsagt der trügerischen und unmoralischen Magie, bedeckt zusammen eure Leiber und hegt keine unsauberen Gedanken. Dann wird euch das ewige Feuer alle Monster und Sünder aufzeigen oder euch ebenfalls in seinen Flammen verzehren. Gestörter Arsch. Eine Feuerschale zu dieser Jahreszeit? Der Fußabdruck eines Mannes, vielleicht des Mörders. Es lag Gewicht auf der Ferse. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht. Den Geruch kenne ich. Formaldehyd. Mhm. Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang. Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen.
Okay, das ist strange. Na, was ist? Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Priscilla hat sich gewehrt. Der Angreifer ist zurückgetreten und hat die Feuerschale umgeworfen. Jemand muss etwas gehört haben, vielleicht auch gesehen. Es gab Geschrei. Die Wachen kamen. Der Mörder wurde unterbrochen und hat seine Spuren nicht verwischt. Er konnte nur weglaufen und über die Mauer springen. Die Spur endet dort. Das liest du alles aus einem Haufen Müll und ein paar Abdrücken im Schlamm? Das ist mein Berufsalltag. Übung macht den Meister. Das stimmt. Ich weiß auch immer sofort, ob ein Freier zahlen oder sich drücken will. Dieses Talent fehlt mir noch. Pass auf dich auf. Und ich muss einen Mörder fangen. Pass auf, Penner. Novigrad ist nicht dein Revier. Ja, hat er gut. So, dann will ich noch mal was gucken. Wo finde ich diesen Barbier? Das ist ja doof. Sehe nicht. Shit. Okay, da muss ich super aufpassen, wenn ich hier jetzt rumrenne. Weil ich muss jetzt meine Haare mal schneiden. Die sehen jetzt nicht mehr gut aus. Gut, die sahen davor schon nicht gut aus, aber... Ja. Probieren wir es mal mit einem anderen Haarschnitt, ob der besser aussieht. Wir haben ja noch viel Zeit, vieles auszuprobieren. Was haben wir denn da? Hey, Hexer. Der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Okay. Ich bin das Mann, Mann. Ganz einfach. Verdammte Banditen! Man kann nicht mehr auf die Straße raus! Ein Opfer? Wenn du dich mit dem Bettlerkönig anlegst, gibt es keine Gnade. Egal, wer die Schwarzen ja, wirst du rechtzeitig fertig. Warte mal. Vielleicht. Wie komme ich denn? Oh. Oh. Pass auf, wo du hintrittst. Deine Klinge kommt, Meister Hexer. Hüfte wie alle. Hat uns böse an. So. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Von Graz hat mir alles über dich erzählt. Ah, zweifellos hast du erfahren, wie ich den edlen Anführer der Studentenproteste in den Kerker werfen ließ. Aber hast du auch gehört, dass die Proteste alles andere als friedlich waren? Oder hat er das zu erwähnen vergessen? Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein. Die Kehle mit klinischer Präzision aufgeschlitzt. Joachim war mein Lieblingsstudent, aber ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen. Joachim hingegen, die Ironie des Schicksals. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. Wie alt ist von Graz? 50? 60? 53, glaube ich. Warum fragst du? Du siehst reichlich jung aus, um sein Lehrer gewesen zu sein. Kein Wunder. Ich lebe seit Jahren im Kalten und Dunklen und atme Balsamierungsdämpfer ein. Die Arbeit mit Leichen verlängert das Leben. Oder du bist ein Vampir. Amüsant, nicht?
Ah ne, dann wäre er ja nicht am Tag. Ist der? Hab ich den am Tag schon gesehen? Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt. Wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer. Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja, Todsünde in Novigrad. Mhm. Du magst Nathaniel nicht? Wer mag ihn schon? Er ist grausam und unberechenbar. Einmal kam er hier reingestürmt, griff sich das Skalpell, das ich gerade sterilisierte, und schnitt mir in den Rücken bis auf den Knochen, weil ich vergessen hatte, den Lagerraum zu versperren. Es ist nicht leicht, so jemanden zu mögen. Meinst du nicht auch? Das ist echt krass. Fangen wir an. Gerne. Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Aus Menschenhaut. Könnte eine Nachricht des Mörders sein. Patricia Wegelbrut. Oh. Ich bin nicht sicher, was das heißt, aber Patricia könnte in Gefahr sein. In tödlicher Gefahr. Ich muss sie finden. Sofort. Also gut. Dann beeilen wir uns mal. Brief gefunden. Ah, da steht nur der Name drauf. Bis zum nächsten Mal, Hexer. Ich will mal was gucken. Mit wem soll ich denn hier sprechen, um Gottes Willen? Dir? Ja, mit dir. Bist du Eustachius, der Leichensammler? Woher weißt du das? Ich glaube, das ist der vierte Sinn. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Einer von denen? Gab es also noch mehr solche Leichen? Oh ja. Bettler, Gassenjungen, Bordsteinschwalben. Einer davon war so stattlich, dass ich sie in Teile schneiden musste, um sie auf den Karren zu kriegen. Schlüpfrige Schnepfe nannte man die wegen. Über manche Dinge schweigt man besser. Was ist mit den Einzelteilen passiert? Was meinst du? Hochwürden Nathaniel hat angeordnet, dass sie verbrannt werden. So eine Schande. Schande? Warum? Ach, schon gut. Noch etwas, worüber man besser schweigt. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Flatterer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutter! Hey! Reden, was hast du bei ihm gefunden? Ja, wie du willst. Das ist so gut, dass wir das da investiert nur haben. Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? Komm, hau mal rein, dem Idioten. Ja. Du Dummköpfe, hey, verstehen nur eine Sprache. Verdammte Scheiße! Wofür war das? Für alles. Ja, gut so. Nice. Okay, also. Dann müssen wir uns mal beeilen. So. Die schöne Novigrad. Es ist ja eigentlich wirklich schön, ne? Hä? Ewiges Feuer. Unser aller so. Elfenblut, was? Mal, ich will noch mal hier kurz was machen. Meister, Bücher raus.
Ach, das war der Ding. Geld ist denn, mein Freund. Erstklassige Schwerter. Das ist doch schön. Zeig mal, was du... Zeig mal, genau. Sag mal. Das andere muss ich auch mal abgeben. Sollten wir auch noch schnell machen. Das können wir auch. Die zwei Sachen können wir auch noch schnell verkaufen. Ist nicht so. Sonst noch ein Kruscht? Oh ja. Nee. Ach, wo war denn jetzt hier? Die Theatergeschichte. Ach, da vorne links und dann rechts. So war das. Jupp, genau. Ich will nämlich gern das Schwert zurückgeben, was man mir geliehen hat. Ich hab von dir gehört. Bin mal gespannt, ob das überhaupt ah, da. Das will ich nicht. Ich will mit dir reden. Also kann ich das Schwert verkaufen. Geh mal. Jetzt habe ich aber Appetit gekriegt. Oh ja. Sie wollte doch das Schwert zurückhaben. Verstehe ich nicht. Aber gut. Beeilen wir uns mal, dass wir hier so schnell zu den Fegelboots kommen. Lade. Bitte, wir wollen noch leben. Weil das sind so viele Wachen. Was willst du? Ich will Patricia Wegelboot sprechen. Du glaubst wohl, jeder der hergelaufene Strolch könnte... Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast, schmeißen sie meinen Hintern hochkant raus! Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Herrin Wegelboot. Aber keine Tricks, klar? Jo. Oh, Geralt! Das ist ja eine schöne Überraschung. Gar nicht schön. Ich muss deine Mutter sprechen. Ihr Leben ist in Gefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Keine Zeit für Erklärungen. Vertrau mir, bitte. Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Bitte folge mir. Ja, auf schnell, schnell. Ein ideales Feuer für Belletine. Ist nur die falsche Jahreszeit. Ich sagte ja, dass Mutter mir traurig vorkommt. Weißt du noch? Tatsächlich steckt sie mitten in einer Glaubenskrise. Einer schweren. Wir waren in Novigrad. Da hat Mutter die Scheiterhaufen auf dem Platz des Hierarchen gesehen. Sie hat auf dem Heimweg kein einziges Wort gesprochen. Ich verstehe. Sie brachte alle heiligen Bücher, Insignien und Reliquien nach draußen und verbrannte sie. Deswegen soll sie sterben. Wir müssen uns beeilen. Weil die war ja auch fanatisch. Wie ich das verstanden habe. Hörst du? Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Wir sollten reingehen. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Gut. Aber warte hier bitte. Mutter ist sicher nicht in der Stimmung für Gäste. Schreit sie? Ah, sag ich doch. Er ist zur anderen
Tür raus! Schnapp ihn! Zu welcher Tür? Ich habe keine Zeit für euch. Ausschwärmen! Der Mörder ist doch hier! Da hinten ist er. Den hat er einfach mal kurz. Wo ist er denn? Schlechte Idee. Ja, wo ist er hin? Der Lump. Shit. Ich habe keine Zeit für euch. Ernsthaft. Da ist er. Auf ihn. Okay, weitersuchen. Wo ist dieser Depp? Lass doch mal! Lasst mich rennen! Also gut. Hier ging's doch. Wo ging's denn zum. Da. Wollte ich eigentlich hin. Da will ich hin. Nee. Hä, wie geht's denn hier zu diesem. Ach Gott. Ich will hier zu diesem Labyrinth-Gedöns. Ach Scheiße. Jage den Mörder, ja, ich will ihn jagen, aber. Tolle Wurst. Ich sehe ihn. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Arg falsch gemacht. Komm mal weiter. Jetzt laufen wir mal hier entlang. Ja, drittes Schwert wegstecken. Kann ich hier hin? Da geht der Mörder. Oh Mann, ey, wo soll der denn sein? Oder muss ich jetzt echt die Idioten hier alle killen? Ich hab keine Ahnung, wo das sein könnte. Tut mir leid, es geht nicht anders. Ich wollte es so. Sonst kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen. Hör mal, ich bin der Falsche. Spar dir die Mädchen. Ich bring dich jetzt zur Erbin. Na schön. Der Mörder ist ohnehin weg. Zeig den Weg, du Held. Na, okay. Ich musste das so machen. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir, ich sah ihn rennen. Ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepusht hättest. Geh mir aus den Augen, sofort! Mutter, warum hat er ihr das angetan? Warum? Weil sie das ewige Feuer gelästert hat. Das ist die einzige Parallele zu den anderen Opfern. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich? Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine. Ich will sie so nicht sehen. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Und das verstehe ich. Sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist.
Bitte. Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Da haben wir es. Süße Nettie bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Diesmal kommt er nicht davon. Mhm. Dieselben Wunden wie die anderen Opfer. Eine Untersuchung wäre Zeitverschwendung. Ich muss zur Krüppelkati. Schnell. Ja? Predigt eines besorgten Bürgers. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer alles in seinem Weg verschlingt, vor niemanden und nichts Halt macht. Das Feuer verbrennt alle Sünder, ob sie Bettler oder Prinzen sind, ob Menschen oder Anderlinge, ob schwach oder mächtig. Wer seine Gebote bricht, wer die Ratschläge der Kirche nicht befolgt, wer die falschen Götter verehrt, soll in seinen Flammen zur Asche vergehen. Lebt in der Wahrheit des ewigen Feuers, hört auf seine heiligen Männer, denn sie sind eure.